Adventsimpuls. Unsere Vorbereitung auf Weihnachten. Die Zeit ist eine ganz spezielle Zeit und sicher sind sie auch schon in so einem Rorate-Gottesdienst gewesen. Und wenn nicht, wäre es jetzt Gelegenheit, das einmal zu machen. Überall, in jeder katholischen Kirche, findet in der Zeit des Advents sogenannte Rorate-Gottesdienst, heilige Messe, Rorate statt. Und es ist interessant, das sind Gottesdienste, die in der dunklen Kirche am frühen Morgen stattfindet. Mit vielen Lichtchen, mit vielen Kerzenlicht. Und die drücken genau das aus, was unsere Erwartung ist. Und in dem Rorate, das ist der Anfang von einem Vers aus dem Jesaja, wo in der alten Liturgie immer gebetet worden ist und die neue Liturgie auch Eingang gefunden hat. Ich bete einmal auf Latinisch und übersetze es dann auf Deutsch. Rorate Coeli, de super in nubes pluant justum, aperiatur terra et germinent salvatorem. Eben, Kapitel 45, Vers 8, Jesaja. Und wenn man das auf Deutsch übersetzt, tauet von oben herab ihr Himmel. Und die Wolken mögen den Gerechten herabregnen. Es eröffne sich die Erde und der Heiland keime hervor. Da drin ist schon viel prophetisch ausgedrückt, was tatsächlich passiert an Weihnachten. Und es drückt unsere Erwartung sehr gut aus. Von oben Gott, wo wirkt, daraus keimt unser Heiland und Erlöser. Einerseits die göttliche Natur von oben, andererseits die menschliche Natur von keimend aus Maria, von der Welt selber. Genau so ist es. Und wir dürfen Gott danken, dass wir das dürfen glauben. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.